Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um das Thema Hortus und da möchte ich euch aufklären. Also ihr könnt gespannt sein, bleibt dran. Das Licht ist ein wenig fies heute, aber ich werde mich da mal durchwursteln. Ich habe ja so einiges aufgeschrieben, das möchte ich an euch weitergeben. Ich habe da im Internet recherchiert und dann gibt es das Hortus-Netzwerk. Da habe ich meine Informationen rausgezogen, anderweitig für das, was noch fehlte, beziehungsweise es gibt da noch weitere Hortus-Seiten. Im Grunde genommen, auf dem Hortus-Netzwerk wird beschrieben, dass zu den Maximen des Ganzen Vielfalt, Schönheit, Nutzen gehört. Und das werden wir jetzt anhand meines Gartens ein bisschen überprüfen. Ich werde euch zeigen, was in diese Richtung schon geht, was halt nicht. Und ja, was man jetzt grob sagen kann, wenn man von vorne anfängt, ein Hortus besteht aus drei Zonen. Die erste Zone ist die Pufferzone, die zweite Zone die Hotspotzone und die dritte Zone ist die Ertragszone. Gut, kommen wir zur Pufferzone. Das zeige ich auch direkt anhand meines Zauns zum Nachbargarten. Die Pufferzone soll Schutz nach außen geben oder vor den äußeren Einflüssen. Da kann man quasi um seinen Garten rum oder um seinen Hortus rum Hecken, Sträucher, Rosen und so weiter anlegen. Alles zum Schutz vor dem, was innen ist. Wie ihr bei mir erkennen könnt, es findet bei mir nicht statt. Also ich habe meine Queke, mein Gras, mein wie auch immer ich das nennen möchte. Dafür ist direkt hier neben bei meinen Nachbarn eine riesige Hecke. Zuletzt sehr viel besucht oder eigentlich immer noch. Bienen, Hummeln, Schmetterlinge. Ist eine richtig schöne Geschichte gewesen in letzter Zeit. Und die Hecke auch noch richtig schön am Duften. War eine Wonne. Aber da wollen wir jetzt gar nicht hin. Und zwar möchte ich nur zeigen, würde jetzt hier bei mir am Zaun eine Hecke stehen wie diese, dann wäre das etwas, womit ich meine ganzen anderen Zonen mit schütze. Mann, das ist so schönes Wetter und ich genieße schon wieder diese ganzen Gartengeräusche, die Vögel, die singen. Und wir waren gerade bei der Pufferzone, da will ich noch nicht aufhören, da gibt es noch einiges zu erzählen. Ich habe mir da ein paar Sachen notiert, die möchte ich euch unbedingt an euch weitertragen. Und zwar ist die Pufferzone größtenteils unbearbeitet. Im Hortus werden einheimische Pflanzen benutzt, gepflanzt oder ich sag mal beschützt, geschützt. Ansonsten bleibt dieser Bereich größtenteils unbearbeitet. Je wilder, desto besser, könnte man sagen. Ein bisschen wird man immer bei müssen, so Heckenschnitt und so, aber man achtet immer auf die Tiere. Die Pufferzone bietet dann für verschiedene Lebewesen einen Unterschlupfplatz zum Brüten. Ja, da gibt es so verschiedene Bereiche. Also man kann die Hecken zum Beispiel an sich nehmen, ne? Hier drüben, da fühlen sich die Vögel wohl. Gibt genug andere Zonen, die dann für andere Tiere dann sehr sinnvoll sind. Am Boden, gerade wenn man den unbearbeitet lässt und auch Holz und Totholz und so weiter liegen lässt, es bietet alles Raum für Lebewesen. Die machen sich da breit, die vermehren sich da. Also Insekten, Vögel, Amphibien fühlen sich da auf jeden Fall wohl. In einem Hortus befinden sich übrigens auch generell heimische Pflanzen, soweit ich das erlesen habe. Und in der Pufferzone ist das so, dass man diese Bereiche unbearbeitet lässt. Also unter den Hecken alles grob lassen, gerne auch Totholz hin. Und das bietet halt vielen Insekten, Amphibien, Vögeln und so weiter richtig schönen Lebensraum. Und dabei gibt es eine Regel, je vielfältiger die Pflanzen sind, umso vielfältiger wird eure Tierwelt im Garten. Also sollte einmal euer Hortus umrandet sein mit Hecken, Sträuchern und so weiter, das, was ich gerade alles aufgezählt habe. Das sollte natürlich möglichst dicht sein, damit die Innenwelt halt wirklich geschützt ist und letztendlich auch zusätzlich Lebensraum dann hat, den es nutzen kann. Also das Leben tobt. Jetzt kommen wir zur nächsten Zone, der Hotspot-Zone, und einen Teil könnt ihr auch schon erkennen. Es geht natürlich auch um Blümchen, ganz, ganz wichtig. Und was diese Hotspot-Zone jetzt alles beinhaltet, das zeige ich euch jetzt. So, zur Hotspot-Zone gehören auf jeden Fall Blumen auf magerem Boden. Da könnt ihr rechts an der Ecke sehen, eine Steinpyramide. Ich habe eine Möglichkeit, Wildbienen da vorne, da, wo ist sie denn? Da. Und ansonsten könnt ihr mit Ziegel und Totholz, Steinbauten, Sandarium und so weiter diese Hotspots füllen. Weitere Beispiele zeige ich euch jetzt. Die Steinpyramide habe ich ja natürlich schon in meinen Videos vorgestellt, aber dennoch für das Hortus-Thema muss ich das nochmal mit reinnehmen. Die anderen Sachen natürlich auch. Da die Wildbienen.
Oder hier am Zaun habe ich nochmal sowas für Wildbienen gebaut. In meinem Garten gibt es viele Hotspots. Ich habe überall was hin für die Bienchen und für die anderen Insekten. Hier kann man sehen, der Mohn gerade nicht so viel offen. Dafür da vorne dann an der Ecke wieder. Dann habe ich dort an der Ecke etwas. Hier der Borage, richtig schön, wie ich finde. Hier habe ich quasi eine Ecke fertig gemacht. Da kommt noch weiterer Borage. Und hier ist dann noch eine Ringelblume. Hier eine wunderschöne, wundervolle Nachtkerze. Die muss ich euch zeigen und die duftet so schön. Da muss ich echt mal ran jetzt. Oh, richtig, richtig schön. Richtig schöne Nachtkerze. So habe ich dann natürlich in meinem Garten überall Stellen, wo was blüht. Hier ein ausblühender Koriander und ach, ist egal, wo man hinguckt. Es gibt immer irgendwo irgendwas. Davon ist auch wieder Borage. Unter mir wächst Klee, der an den Rändern nachher blühen wird. Das wird eine ganz schöne Sache, habe ich mir sagen lassen. Ist ja mein erster Versuch damit. Ja, und zu den Hotspots gehören nicht nur die Blumen, sondern, wie gerade schon gesagt, auch Steinbauten, Steinpyramide wieder vorne. Und das bietet halt vielen Insekten, Amphibien, wie auch immer, Lebensraum. Und das ist das Wichtige bei der Geschichte. Auch hier, könnt ihr das mal sehen, bei meinem Tomatenbeet, da habe ich hier quasi, hier sind immer Hohlräume. Ne? Also das ist alles eine Möglichkeit. Darunter hat bestimmt schon jemand rumgelungert. Oder tut es immer noch. Es geht auch halt bis darüber zum anderen Beet. Dann habe ich hier durch diese Totholzhecken, das gehört auch mit zu den Hotspots im Garten. Das wäre natürlich auch etwas, was man als Pufferzone benutzen kann. Ihr seht, bei mir geht das alles ein bisschen ineinander über. Und auch hier überall Ecken. Das sind so kleine Stellen. Da gibt es so viele Lebewesen, die da Spaß haben. Oder auch hier vorne, wie bei eurem Zuschauerbeet eingebaut. Komme ich da noch näher ran, kann man ein bisschen mehr sehen. Also ich habe hier einen Baumstamm hin, der ist von innen hohl, das sind super Lebensräume. Denn hier am Rand mit Totholz die Ränder gemacht, ein paar Steine rein, noch anderes Totholz und so weiter und so fort. Dadurch bietet ihr auf jeden Fall euren Mitbewohnern, könnte man sagen, euren Nachbarn, auf jeden Fall weitere Lebensräume. Also ihr könnt da loslegen und basteln und letztendlich auch Sachen recyceln, so wie ich das mache, oder upcyceln, wenn ich so an die Dachpfannen denke, wie hier vorne. Hier auch nochmal ganz wunderbar zu sehen. Ich habe hier verschiedene Bereiche. Mal noch näher ran. Da, das ist richtig Lebensraum. Wenn jetzt noch eine Echse rausgucken würde, wäre das ein Highlight. Ich habe hier im Garten, seitdem ich die Sachen habe, ich habe ja angefangen und ich merke, also vorletztes Jahr habe ich angefangen, ich bin jetzt anderthalb Jahre dabei, ich merke, wie immer mehr Tiere in meinen Garten ziehen durch diese ganzen kleinen Hotspots. Also ich kann euch das nur empfehlen, macht das. Ob ihr nun Hortus werden wollt oder nicht, jedes Lebewesen mehr in eurem Garten wird eurem Garten gut tun, da bin ich mir sicher. Also die Wildbienenhotels gehören dazu, dann könntet ihr auch ein Igelhaus bauen, das gehört dazu. Oder ein Sandarium, oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen raus, weil ich habe es aufgeschrieben. Sandarium, genau, ein Sandarium. Käferkeller, was auch immer. Ne? Da könnt ihr euch informieren oder freischnauze loslegen, wie ich, wenn ihr ein Hortus werden wollt. Also die Hotspots sind mager gehaltene Bereiche. Das war es auch schon zur Hotspot-Zone. Fehlt nur noch die Ertragszone. Und die Ertragszone ist natürlich selbsterklärend, dass euer Gemüse, euer Obst, was auch immer ihr irgendwie im Garten anbaut, das gehört natürlich zu eurem Ertrag. Damit haben wir alle drei Zonen abgeklappert. Aber was ganz wichtig ist, und das seht ihr an meinem Garten ganz deutlich, ist zwar kein Hortus, also die Maxime, die Kriterien, die Geschichten erfülle ich nicht, da mir die Pufferzone fehlt. Aber ich finde, ich habe so einen Übergang von allem ineinander und das ist letztendlich dann doch auch eine Eigenschaft eines Hortus. Eine Verzahnung der drei Zonen sollte so in diese Richtung gehen. Kurze Wege für die Tiere, kurze Flugwege für die Tiere, kurze Wege für euch selber, damit ihr nicht so viel hin und her rennen müsst. Das ist ein Punkt, glaube ich, der war mir von Anfang an egal. Ich habe freie Schnauze gemacht, aber ich habe das Gefühl, es funktioniert auch trotzdem in diese Richtung. Ich nutze ja recht viel aus in meinem Garten und so wie das jetzt ist, bin ich auf jeden Fall zufrieden und werde das weiter verfolgen. Also ich merke, wie ich hier eine Artenvielfalt kriege. Schlangen, Eidechsen, Bienen. Ich habe sogar schon einen, oh Gott, wie hieß er noch? Totenkopfschwärmer, das ist eine Motte.
Selbst die habe ich schon in meinem Garten gefunden. Was sonst an Tieren rumschwirrt, ich muss euch das ja nicht erklären. Für alle, die einen Garten haben, sorgt für Vielfalt im Garten, sorgt für verschiedene Zonen, verzahnt die ineinander und ihr werdet überrascht sein, wie viele Tiere in euren Garten finden. Ne? Igel war ja auch schon da bei mir. wahrscheinlich auch des Öfteren. Okay, und was ich nicht vergessen darf, ist natürlich, die Beete sollten gemulcht sein. Also das Mulchen gehört definitiv mit zu einem Horthaus. Ich habe es natürlich noch nicht in allen Beeten bei mir geschafft, aber ist auf dem Weg. Da fehlt mir noch ein bisschen Material. Ich werde mal wieder sensen gehen und dann sieht das auch aus wie hier vorne, dass ich die Beete alle mulche. Das ist jetzt auch schon ein paar Tage wieder her. Ich kann Unkraut jäten, kann die nächste Schicht. Ein Tipp von mir, wer da Sorgen hat, dass wenn da viel Mulch raufhaut, dass das schimmelt oder so, da gibt es effektive Mikroorganismen, die könnt ihr mit im Boden hauen. Die kümmern sich darum, die freuen sich sogar. Das wäre jetzt nur ein Tipp von mir am Rande. Effektive Mikroorganismen definitiv nicht zu vernachlässigen im Garten. So ihr Lieben, das soll es auch gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Hortus-Thema ein wenig aufklären, vielleicht auch anstecken, ein bisschen inspirieren. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich sage tschüss, euer Lars.